deceased, so my mind don't erupt. At times I feel I can't get enough, but I sip a double cup and I spend a couple bucks. Sending out some love. Hola señores, hola mi gente, wir sind angekommen. Shisha-Messe Sevilla, liebe Sevilla. Schlange sieht schon sehr, sehr gut aus. Habt ihr vorhin schon gesagt, Erik, dass die Wasserfälle jetzt hier an sind, Chocbüsel. Und wir werden jetzt mit unseren Ausstellerbändchen reingehen. Erik wird gleich zuerst bei Holz am Stand sein. Ich werde mal schauen, wo ich mich rumtreiben werde. Es sind gerade ungefähr 39 Grad um 18.40 Uhr. Wir sind schon 14 Minuten später als eigentliche Öffnungszeit. Wird gut. Wird gut. To my blood, to my girl, to my buds, to the homie up above. And no more time for picking up to these fakes who ain't around when the time's getting rough. 6 million ways to die, so I spit into this truth when I pray for lies. Everybody wanna talk, but all I hear. Ach du Scheiße. Fächer, Mist, Ventilator, das funktioniert nicht, Bro. But I'm like, it's more special. Arsch. How do you like it, man? They prepared it just for you. This one is better. Also würdest du sagen, ist lecker? Ja, einfach zu rauchen, oder? Ja, einfach. Boah, Junge. Was rauchst du da gerade? Doha, Kashmir Mango. Aus Iran, Bruder. Everybody been fake, all I see in their eyes. 6 million ways to die, so I spit into this truth when I pray for lies. Everybody wanna talk, but all I hear is lies. Everybody been fake, all I see in their eyes. Loved you till my tears went silent. If this is war, I don't think I can fight it. Had to let you go, let it flow, cry. Can't say we didn't try. I'm bones and flesh. Whee! Er klebt tatsächlich nur, weil ich einmal seinen Arsch filme gerade. Und damit er auch einmal in YouTube zu sehen ist. Ich bin auf YouTube, Mama. Grüß dich. Hast geschafft. Ich muss Ultraweitwinkel machen, weil dein Bizeps sonst nicht reinpasst, Bro. Das ist das Quality für diesen Auftritt in diesem Video, Bro. Und was wird das jetzt? Einfach ein random Clip, den ich aufnehmen wollte. Schön. Ich hoffe, ich werde den nie geerdet kriegen. Was machen wir jetzt gerade? Wir warten gerade auf unseren Uber. Und dann geht's gleich in den Estanco rein. Was machen wir da? Ich denke mal, wir kaufen da ein bisschen Süßigkeiten ein. Aha. Und dann lassen wir uns das schmecken. Nee, wir kaufen ein bisschen Tabak, schauen, wie das Ganze da aussieht und zeigen euch, wie das Estanco aussieht. Sehr geil. Wir haben nämlich gesehen, dass es in diesem Estanco tatsächlich auch noch einige Sorten Tennis geben soll. Wir waren hier jetzt schon in 4, 5, 6 Estancos und da gab es gar nichts. Und wir wollten unbedingt noch mal ein bisschen Tennis mitnehmen, auch nach Deutschland. Kashmir Peach, Ululuki sollen da sein. Jeder hat ein Kilogramm Freigrenze. Und mal sehen, ob wir die ausreizen können. Dann zeigen wir euch das gleich. Das ist ein 24-Stunden-Estanco. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Normalerweise sind die Estancos größtenteils sonntags geschlossen. Wir haben noch Glück, einen gefunden zu haben. Vielen Dank nochmal an die Leute aus der Community, die auch gerade in Sevilla am Start sind, für die Empfehlung, dass es dort Tennis gibt. Sehen wir uns gleich im Estanco. Built walls up so I can't escape. Wish I could say I was okay. What the fuck are you doing? 6 million ways to die, so I spit into this truth when I break the lies. Everybody wanna talk, but all I hear is lies. War ein kurzer Besuch im Estanco, 24 horas. Was heißt denn 24? Irgendwie sowas, I don't know. Auf jeden Fall hatten die sehr große Auswahl von Tangiers, anderen Dark Blends, aber tatsächlich haben, glaube ich, alle deutschen Follower, Community-Member, was auch immer, mir alles weggekauft. Ich wollte tatsächlich zweimal Kashmir Peach haben, zweimal Ululuki. Der Kassierer meinte zu mir, zweimal Ululuki, klar, haben wir da, sind nur noch zwei genau. Geht in den Keller, kommt hoch, sagt, no Ululuki, okay. Dann nochmal irgendwas gefragt, auch nicht verfügbar. Also ihr kleinen Schlawiner, ihr habt mir diesen Estanco hier empfohlen, ihr habt alles weggekauft. Aber ich gönne euch das, lasst euch schmecken. Leider gehen wir aber mit leeren Händen zurück nach Deutschland. Aber Case Grid war da. Aber du hast aufgenommen? Ja. Sehr gut. Case Grid war aber da. Also zumindest ein Highlight und zumindest hat es sich gelohnt, mal hier hinzufahren. Wir sind jetzt 20 Minuten, wie gesagt, gefahren. Case Grid war da, andere russische Sachen. Für ein Estanco erstaunlich viel Auswahl. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber Case Grid ist Liebe. Vielen Dank an Estanco. Sehr sympathisch. Hola, señor. Hola, señores. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ich kann nicht mehr. Und ich muss
ich weiß nicht, was ich muss, aber ich kann nicht mehr. Erik möchte eine Roomtour machen. Erik mag Roomtouren. Wir zeigen euch unser Airbnb. Ihr habt wahrscheinlich schon in den Stories gesehen, wie unser Poolbereich aussieht, kurzer Lag. Wie unser Poolbereich aussieht, wo wir Pfeife geraucht haben, alles andere haben wir nicht gezeigt. Ich muss die Pfeife zusammenbauen. Erik, du zeigst dein Zimmer als erstes, dann komme ich gleich wieder zu. Viel Spaß. Alles klar, also wir gehen hier rein, das ist einmal so ein Spiegel-Ding. Dann haben wir hier links ein wunderschönes Bad. Ist zwar ganz, ja, ist relativ klein, aber reicht auf jeden Fall. Ja, dann hier im Bett und so weiter. Einrichtung auch sehr nice. Also relativ clean ist gehalten. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit dem Zimmer. Aber überall hier sind, ja, ich wollte gerade mit der Wand sagen, die Wand auf jeden Fall auch sehr nice. Also, das haben wir auch im ganzen Haus quasi verteilt. Also auch im Treppenhaus und so. Und yes, gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und dann gehen wir wieder zu dem Herrn Zemelka, was geht? Moin, jetzt kommen wir hier in den Küchenbereich, erzähl mal. Ich mache mir gerade eine Kopfdichtung. Küchenbereich, ja, wir haben Waschmaschine, auch benutzt. Erik sollte eine Wäsche machen, ich sollte eine machen. Erik hat keine gemacht, ich habe zwei gemacht. Geschirrspüler, Kopfhörerbrett, auf Ehre schon ein Kopfhörerbrett hingelegt gehabt in XXL-Größe. Das haben wir natürlich als Kopfhörerbrett missbraucht, machen das natürlich sauber. Restlicher Tabak, der noch übrig geblieben sind. Wir haben hier so ein bisschen Alchemist, irgendwas Gumminati, das ist irgendwie Kaugummi oder so. Space Age von Darkseid haben wir noch hier und sonst noch zwei Star Wars Vintage-Sorten. Einfach nochmal random jetzt dabei. HMDs haben wir nicht bekommen von La Capsula, muss ich sagen. Falls ihr die Stories gesehen habt, wir haben unser komplettes Shisha-Equipment für Spanien von einem spanischen Shop zur Verfügung gestellt bekommen, außer HMDs. Deswegen haben wir uns für 10 Euro so einen No-Name-HMD geholt, der Schmutz ist. Jo. Für 4 Euro hingegen haben wir einen HMD bekommen, den sicherlich jeder kennen sollte. Ist natürlich auch fake, aber für 4 Euro lief der bisher sehr gut. Was haben wir noch? Alles andere ist nicht so special. Die Küche ist solide bis gut. Ja, gut bis sehr gut. Ja, Kühlschrank ist jetzt mittlerweile leer. Wir haben keine Getränke mehr. Wollte ich dir übrigens noch sagen, wir haben kein Wasser mehr. Perfekt. Du hast noch zwei Kondas, ich habe noch ein Nesti, das ist gut. Sehr gut. Das haben wir hier nicht genutzt. Eigentlich haben wir die ganze Küche nur für Kopfbauten benutzt. Hier unten hast du noch so ein bisschen Müll. Das ist zum Giften noch. Wir geben die ganzen Shisha-Sachen nämlich noch an Schweine weiter. Hier habt ihr einen Einblick ins Treppenhaus, direkt von der Küche aus. Kannst du mal nach oben filmen? Ja, ich schau mal, ob es drauf geht. Ja, sieht man auf jeden Fall. Ist ein altes Haus aus dem 18. Jahrhundert? Nee. 19. Jahrhundert? 17. Jahrhundert. Das müsste 17. Jahrhundert sein. Wurde komplett modernisiert und sieht dann dementsprechend modern aus, aber das Treppenhaus hat noch so alte Sachen. Dreh dich mal um, dann kannst du mal die Galerie zeigen. Ich mach mal das Licht aus. Yes. Du hast nämlich hier noch so Licht eingebaut in den Streben, die yes. In der Decke noch verankert sind von damals. Dann dreh dich mal, geh mal hoch, dann zeigen wir euch die Galerie. So, hier oben sind auch diese Lichteinlässe. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr sick aus. Auf den Treppen. Ja, habt ihr, denke ich, auch in den Stories schon gesehen. Ja, das ist 10 von 10. Yes. Ja, Pfeife, wie gesagt, machen wir unten mal fertig, nehmen wir hoch, wir rauchen draußen hier. Es ist zwar alles klimatisiert im Innenraum, aber Rauchverbot im Airbnb sollte schon beachtet werden. Machen wir tatsächlich nicht so häufig, dass wir das ignorieren. Das hast du gezeigt, das yes, ist crazy genau. Aus. Auch so dieses kleine Wohnzimmer. Das ist so ein Galeriewohnzimmer im ersten OG. Couch haben wir dreimal benutzt oder so zum kurz sitzen. Ja. Erik will hier unbedingt gleich noch einen Insta-Shot machen. Yes. Hinter dir ist noch ein Fernseher, der 58 Zoll hat. Ja, wurde aber auch nicht benutzt. Kappa, das sind 27 oder 32 Zoll. Ja. Haben wir nicht benutzt, brauchen wir nicht. Wir sind hier eigentlich nur draußen, wenn wir da sind oder am Schlafen. Alles andere brauchen wir hier nicht. Kopf ist ready. Ich zeige euch mein Zimmer nochmal kurz. Yes. Die Klimaanlage. Oben und unten. Ganz, ganz wichtiges Ding. Weil sonst haben wir hier 37 Grad drin. Badezimmer. Sieht ähnlich aus wie bei dir. Ja, bei dir ein bisschen größer. Echt? Ja, ein bisschen größer und ich glaube, Dusche ist besser. Okay. Also mein Wasserdruck ist sehr, sehr bad. Südeuropa ist klassisch eigentlich in Wohnräumen, dass die Wasserdrucksituation scheiße ist. Du brauchst irgendwie so einen Verstärker oder so, ganz random. Papypo, sehr wichtig, alles andere sehr uninteressant. Was mich gewundert hat, was mich auch krass nervt, hier gibt es keine richtige Ablage für die Hygieneartikel. Ja.
Meine Zahnbürste steht die ganze Zeit da drauf und immer wenn ich die Kernseife da runternehme, knalle ich die Zahnbürste immer runter. Das ist sau ekelhaft. Ansonsten alles sehr sauber, sehr modern, sehr schön gemacht. Das Bett, Queen-Size-Bett, ganz normales Ding, Doppelbett. Eigentlich war das ausgelegt für 4 Personen hier. Yes. Haben es aber jetzt zu zweit genutzt, sodass Erik ein Eigenheim unten hat, ich als oben. Kleiderschrank auch wie bei Erik. Ich habe leider nicht die schöne Wand mit den Steinen. Und dafür hast du kranke View. Dafür habe ich eine schöne View, die ich nie nutze, weil es sonst warm drin wird. Jetzt können wir die Sonne hier reinknarzt. Wir gucken hier direkt auf unseren Dachterrassenbereich mit Pool. Hier runter geht es ins Treppenhaus. Yes, aber das sieht man jetzt nicht. Nee, aber das ist die View. Also schon mal ein kleiner Sneak Peek. Ihr habt wahrscheinlich die Storys eh gesehen, aber wir gehen jetzt raus. Hier ist Milchglas, geht auch zur Terrasse. Zur Terrasse. Jetzt raus aus meinem Zimmer, du kleiner Wichser, Mann. Hier ist noch ein Spiegel. Nein, Spaß. Scheiß auf den. Da ist noch ein Sekretär. Der ist auch noch sehr wichtig. Das ist meine Ablage. Und hier ist quasi eine zweite Eingangstür, Wohnungstür, die man immer offen lassen sollte, beziehungsweise immer den Schlüssel. Beide Türen auf jeden Fall immer gut am Knarzen auch. Ja. Also die andere jetzt noch heftiger. Durch das Wetter hier. Das ist quasi die Barriere, die man jetzt betritt. Ja. Hier ist es warm. Also hier ist bullig warm. Die letzten 3 Tage waren es hier knapp 40 Grad. Jetzt haben wir es ein bisschen kühler. Hier kommen wir auch schon zum riesigen Terrassenbereich, yes. Zur Dachterrasse. Erik hat noch seine Wäsche hier liegen, obwohl er seinen Koffer angeblich schon gepackt hat. Ah ja, das sind 2 Sachen von dir, Bro. Und eine von mir. So nicht, Minjung. Nein. Ja, also wir haben hier einen kleinen Essenstisch, da haben wir jetzt 2 Mal dran gegessen. Das ist cool. So eine Pflanzenwand, das hat einen sehr, sehr coolen Flair gegeben. Ja. 2 liegen, die bisher du als einziger benutzt hast. Ja, ich glaube. Und dann ist das ein, ich sag mal, Special hier noch. Kleiner Pool. Ist ein kleines Kinderbecken, aber ganz ehrlich, als Erfrischung, als Abkühlung bei den heißen Temperaturen, gerade um die Mittagszeit rum, ist das essential, würde ich schon sagen. Und ist halt nice, weil du drin sitzen kannst und Pfeife rauchen kannst. Absolut. Und, weil du halt nicht zu tief sitzt. So. Absolut, ja, stimmt. Aber wenn du halt schwimmen willst oder irgendwas machen willst, hätten wir eh nicht machen wollen. Für mich war auch noch wichtig, dass wir uns abkühlen können, wenn es eh zu warm ist, was klar war. Hier ist noch so eine Außendusche. Yes. Autodusche, die ich gleich nochmal benutzen werde. Und ansonsten kannst du mal eigentlich den View mit mir jetzt zeigen. Du musst nur aufpassen, wo wir hin latschen, weil sonst zu heiß wird. Ich finde alleine schon diese Strukturen von den Häusern hier geisteskrank. Ne? Also du siehst hier diese Spitzen, das ist halt alles so richtig traditionell, altmodisch, von damals so gelassen, ein bisschen modernisiert und alles wurde quasi verbunden. Modernes wurde mit dem Alten verbunden und das gibt so einen extrem nicen Flair. Und auch die Übersicht, wenn man jetzt hier mal runter guckt, kannst mal hier einmal im Kopf vorbei gucken, sind wir direkt am Plaza de Santa Cruz. Das ist der hier, Plaza de Santa Cruz. Und hier sind Partys verboten, hier ist laute Musik verboten, hier ist Rauchen verboten. Wir sind aber sehr, sehr leise und rauchen sehr leise. Von daher war es eine geile Zeit. Aber das ist so ziemlich alles zu unserem Airbnb. Letztes Jahr habt ihr es eigentlich echt ganz gut gefeiert. Kannst du einmal hier rüber schwenken, dann sieht man das vielleicht nochmal so. Yes. Aber ansonsten passt es. Das war das Airbnb. Ich weiß nicht, ob danach noch was kommt. Aber das war der Einblick. Everybody been fake, all I see in their eyes. 6 million ways to die. So I spit into this truth when I break the lies. Everybody wanna talk, but all I hear is lies. Everybody been fake, all I see in their eyes. For them facts, man, a slap to the face. Reality's back, man. I'm trying to. Like what you saying, dog? You need to backtrack. It's how you claim to be a rapper if you can't rap, man. Not for real. How the fuck you claim to be a rapper? Eine Sache, die ich euch noch zeigen wollte: Es gibt einen neuen Tabak in Spanien, der zusammen mit Kokain, Blaze, Rock Your Life gemacht wird. Und zwar von Vicente, auch bekannt als Andalus Shisha, einer der größten oder der größte spanische Blogger, hat einen eigenen Tabak zusammen gemacht mit dem deutschen Brand. Da stand es da drüben, kamen 6 neue Flavor, habt ihr auch schon probiert, sehr solide.
zeigen wir euch auch nochmal kurz. Six million ways to die. So I spit into this truth when I pray for lies. Everybody wanna talk, but all I hear is lies. Everybody been fake, all I see in their eyes. Six million ways to die. So I spit into this truth when I pray for lies. Everybody wanna talk, but all I hear is lies. Everybody. See you next year. Das kommt nicht mehr. Break the lies. Everybody wanna talk, but all I hear is lies. Everybody been fake, all I see in their eyes.